Wir sind ein Teil von dieser Gesellschaft. Und du siehst am Bankschalter itch's und du siehst oft am, was weiß ich, in der Post am Arbeiten und du siehst auch in wichtigen Positionen dann auch, oder? Mein Name ist Sebastian Babic, aber alle nennen mich Sebi. Ich bin geboren in Osijek im Nordwesten von Kroatien, aufgewachsen in Staja Mari und erwachsen worden hier in Schaffhausen. Ich arbeite beim Schaffhauser Fernsehen als Geschäftsführer seit bald 3 Jahren. Jetzt. Ob es für die Zeit nach Corona schon einen Plan gibt, darf ich mit dem Direktor vom Schaffhauserland Tourismus, Beat Hedinger, besprechen. Herzlich willkommen, Beat. Salut. Ich habe mal mit einem Kunden zusammen einen Termin gehabt. Es ist darum gegangen, um eine Produktion auf die Beine zu stellen. Und dort ist dann irgendwann wirklich so zwischendurch, irgendwie zwischen Tür und Angel, ist dann irgendwie so ein Ausdruck gefallen. Ja, weißt du, mit Jugos arbeite ich nicht zusammen. Und dann war bei mir so. Alter, hey, du weißt jetzt, wer dir gegenüber hockt oder so in dem Sinne. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber mit mir schon, oder weißt du das Problem? Ah, ja, Entschuldigung, Sebi, ja, mit dir ist in Ordnung, aber weißt du, ich habe schon schlechte Erfahrungen und so. Da hat mir richtig wehtun. Und dass da immer noch irgendwie die Vorurteile herrschen, nervt. Mehr kann ich nicht sagen. Also meine Eltern haben für mich alle Kämpfe schon geführt. Sie waren Gastronomen und sie waren relativ sichtbar dadurch, dass sie in einem Restaurant geschafft haben. Es gibt eine Million andere irgendwie Menschen, die genau die gleiche Geschichte haben, aber irgendwo zwischen irgendwelchen, was weiß ich, Fließbänder arbeiten, wo man nicht weiß, dass die so, wie soll ich sagen, fleissig sind. Meine Eltern waren immer zu sehen und sie haben für mich eigentlich komplett den Weg frei gemacht. Oder du hast wirklich den St. Johann, du hast den Munot und du hast Kanti da hinten. Also es ist wirklich unglaublich, wie viele 100 Jahre Geschichte da quasi nebeneinander sind. Wir als Secondos, oder, wir sind ja gezwungen quasi, um mehr als einen Ort wirklich aus ganzem Herzen zu lieben. Meine Grosseltern sind da gewesen, die sind da als Flüchtlinge, bei uns haben die gewohnt. Schaffhausen ist sowieso sehr stark involviert gewesen in die ganze Flüchtlingsgeschichte. Wir haben hier eine grosse kroatische Mission. Mein Onkel, meine Tante und meine Eltern sind alle zusammen bei uns im Wohnzimmer gewesen, haben Fernsehen geschaut und nebendran hat es so eine Karte vom ehemaligen Jugoslawien, wo sie mit so Stecknadeln und Fäden immer wieder irgendwie eingezeichnet haben, aha, da durch geht die Front, da durch geht die Front, da durch geht die Front. Es war mal irgendwann in der Nacht, auf einmal haben sie so im Radio im Kroatischen haben so einen mega patriotischen Song laufen lassen. Und dann ist meine Mutter irgendwie die ganze Wohnung gesickert zu ihrer Mutter, die eben dort war, dann, damals. Und hat gesagt, es geht los, es geht los. Und da war der Moment, wo dann die Konteroffensive dann passiert ist, Oluja, wo das ganze Militär quasi auf das Mal dann losgegangen ist, um die besetzten Gebiete dann wieder zurückzuholen. Neuer dramatischer Höhepunkt im jugoslawischen Bürgerkrieg. Aus allen Kampfgebieten wurden heute wieder heftige Gefechte mit Panzern und Kampfbombern gemeldet. Bildliche Eindrücke haben wir gehabt, wo wir erstmal wieder zurück sind nach Vukovar. Dort ist die Frontlinie rund 3 bis 4 Monate durchgegangen. Also die Stadt ist dem Boden gleich gemacht gewesen. Erstmal mit dem Auto die lange Gerade dort neben irgendeiner Schuhfabrik vorbeigefahren sind und du hast einfach gesehen, anstatt Häuser hast du so einzelne einfach Fundamente gesehen und ein paar Steine auf dem Boden. Dann sind wir zu unserem alten Haus geschaut. Dort hatte es Einschusslöcher, weißt du, im Garagentor. Und da ist einfach nur eine Ruine, komplett. Wir haben bei meinem Grossonkel beispielsweise, dort haben wir haben eine Mine gefunden. Eine Mine haben wir gefunden. Ich habe nur gedacht, hey, was ist denn da, wo da liegt? Und auf einmal, hey, pff, ey, weg. Ja, also bewusst worden ist es einem wirklich erst mit der Rückkehr nach Kroatien, wo der Krieg dann wirklich vorbei war. Und das war wirklich nicht schön und das hat sich auch eingebrannt und das tut immer noch weh. Ich
glaube, der Schweiz ist noch gar nicht bewusst, dass sie ein Vielvölkerstaat sind, obwohl sie da eigentlich so in der Grundfeste, in der Grundidee von dem ganzen Konstrukt Helvetia. Das sind sie. Sie sind ein Vielvölkerstaat. Sie bestehen aus irgendwelchen Franzosen, die gesagt haben, hey, weißt du, wir gehen zu den Schweizer, aus Italienern, die gesagt haben, weißt du, wir gehen zu den Schweizer, und aus Deutschen. Ja, okay, das darf man jetzt nicht sagen. Aber quasi aus Deutschen, die gesagt haben, wir werden jetzt auch Schweizer. Also die haben sich eins zu eins irgendwie an die Konföderation dann angeschlossen gehabt. Also der Begriff Jugo ist noch immer nicht mein Lieblingsbegriff. Und wenn ich den irgendwo höre, dann, dann machen so die Ohren irgendwie wirklich so die Antennen raus quasi. Ich wüsste auch nicht, ob ich mich als Kroat oder als Schweizer oder was auch immer bezeichnen würde. Ich bin Schaffhauser irgendwie, ich bin Essecker und ich bin Steiner. Unser Land hat sich verändert, unser Land ist anders und es ist schön, so wie es ist.